Gleich sehen Sie den Vortrag Cutting the Onion, the Tor Protocol von Emil Engler. Emil hat sich schon seit seiner Jugend für dezentrale Netze interessiert und setzt sich seitdem für zensurfreies Internet ein. Außerdem fährt er gerne Fahrrad, liest gerne und, was mich sehr erstaunt hat, er ist Imker und hat eigene Bienen, stimmt das? Jo. Genau. Und du sagst, wenn du soweit bist? Jo, mach ich. Genau. Außerdem interessiert er sich sehr für freie und offene Software. Und wir freuen uns alle gleich auf seinen Vortrag. Genau. So, habt ihr Bild? Perfekt. Alles richtig soweit? Jo, alles richtig soweit. Bei mir steckt das Kabel eigentlich drin. Dann begrüßen wir ganz herzlich Emil Engler und viel Spaß. Danke, danke, aber ich habe da noch gar nichts gemacht. Gut, ein Bild wäre jetzt ganz schön. Bekommt ihr da was rein? Dann haben wir hier nochmal auf unserer technischen Seite kleine Schwierigkeiten. Wir bitten ganz kurz um Geduld. Machen Sie sich schon mal bequem. Holen Sie Popcorn raus. Alternativ, Let's Dennis ist wer. Letzten Endes ist es auch nur ein PDF, das ich durchklicken muss. Also, das könnt ihr euch runterladen, das ist im Internet verfügbar. Ja, weil das ist ja. Wer ist denn das erste Mal heute hier auf der GTN? Einmal melden. Gitli.straße. Oh ja, ganz schön viele Hände oben. Dann viel Spaß. Wie lange seid ihr hier? Ich hoffe, alle 4 Tage. Danke, probiere ich den mal. Nee. Bekommt ihr jetzt was? Hast du das PDF offen? Nein, das machen wir gleich. Okay. Ich werde gerade gerettet. Das kannst du gerne selber angeben. Ja, schaut auf jeden Fall auch nochmal später beim Gulasch oder bei der Bar oder beim Flammkuchen vorbei. Danke. Den Flammkuchen durfte ich eben auch schon probieren. Ganz lecker. Genau. Ja, das geht schon deutlich besser. Ah, okay. Zehn Sekunden. Können ja schon mal einen Countdown starten. Oh, das. Darauf noch Entschuldigung.
das noch in den Slides-Modus? Ja, kommt sofort. Das machen wir so auf. Ah, damit, okay. Ah, okay. Deswegen heißt das Ganze Chaos Computer Club. Nochmal den Fokus auf was anderes, damit ich durch. Ja, ist. Der Fokus ist? Ja, geht. Okay. Ja. Vielen Dank, dass ihr alle so zahlreich erschienen seid und vielen Dank, dass ihr mir die Startschwierigkeiten ein bisschen verzeiht. Ich bin Emil und ich werde heute ein bisschen, ja, über Tor reden. Genau, erst mal ein paar Dinge zu mir. Mein Name ist Emil Engler. Ich bin mit allen Pronomen zufrieden. Sucht euch was aus. Ja, ich habe jetzt dieses Jahr mein Abitur gemacht und ich werde ab Oktober hier in Karlsruhe am KIT Mathe studieren. Und ich suche aktuell noch eine Wohnung. Und falls ihr da vielleicht Leute kennt in irgendwelchen Studentenwohnheimen, dann, ja, da wäre ich euch mal ganz gnädig, wenn ihr mir da vielleicht noch ein bisschen was ermitteln könntet. Denn eine Wohnung ist ganz sinnvoll. Ja. Ich mache seit meiner Jugend, bin ich ein Contributor zu vielen Open-Source-Projekten. Ich habe in den letzten Jahren viel für Curl gemacht. Ein bisschen jetzt bin ich bei Rosenpass drin. An Tor habe ich auch schon ein paar Patches geschickt, weshalb ich auch diesen Vortrag halte. Aber ich bin jetzt nicht irgendwie offiziell mit Tor affiliiert. Ich bin dann nur so ein Contributor, der hier und da mal ein Patch hinschickt, ein bisschen im IRC rumlungert und so weiter. Und ich bin ein Sturkopf, der Meinung ist, dass Kugelfische besser als Pinguine sind. Ja, genau. Das ist das erste Mal, dass ich diesen Vortrag jetzt halte. Ich hoffe, das werde ich schon irgendwie hinkriegen, aber viele Leute sagen mir manchmal, dass mein Kopf auf 120 FPS ist, aber meine Stimme irgendwie nur auf 30 und ich im Kopf manchmal 5 Schritte weiter bin. Also falls es irgendwelche Fragen gibt, meldet euch einfach und dann können wir das mit Sicherheit klären. Ja, genau. Dann erstmal zur ersten Frage. Wer von euch hat denn schon mal einen Tor-Browser benutzt? Nehmt ruhig die Hände hoch, wir sind ja nicht in Karlsruhe, wir sind auch nicht direkt neben der Generalbundesanwaltschaft. Wie? Sind wir doch? Ja, okay, das, ja, gut. Gibt es ja auch Leute, die vielleicht ein bisschen mehr mit Tor machen, so ein Relay betreiben oder sowas in der Richtung? Gibt es ja dann auch Leute, die sich doch schon sehr gut mit Tor auskennen und wissen, was da wirklich abgeht in einem Netzwerkprotokoll? Ah, gut, dann gibt's hier keine Klugscheißer, das ist schon mal von Vorteil. Normalerweise ist das nämlich immer meine Aufgabe, aber jetzt spreche ich mal. Ja, genau. Und um Tor erstmal zu verstehen, müssen wir eine Technologie verstehen, die sich Onion Routing nennt. Vermutlich haben schon mal viele das gehört, vielen ist das ein Begriff. Onion Routing ist an sich ein Konzept, das in den 90ern, also schon noch vor Tor, Tor gibt's nämlich erst in den frühen 2000ern, von Paul Syverson im Auftrag der Navy entwickelt wurde. Und im Prinzip ist das eine Technologie, welche folgende Ziele verfolgt. LSS-IP muss gegenüber Bob geheim bleiben. Der darf die auf gar keinen Fall wissen. Bobs IP darf öffentlich sein. Sie kann auch unter Umständen privat sein. Onion Routing erlaubt das, aber sie muss es nicht. Das ist das, was ihr dann als Hidden Services vielleicht kennt, diese coolen .onion-Adressen dann. Und der Traffic muss bzw. sollte so gut wie möglich verschlüsselt sein. Das ist im Prinzip die Ziele, die Onion Routing lösen möchte. Bevor es Onion Routing gab, gab es schon einige andere Ansätze, die wir uns jetzt einmal anschauen werden. Der erste ist der klassische gute Proxy. Man hat einen VPN-Server in der Mitte, oder ja, eine VPN kann auch irgendein anderer Proxy sein, der im Prinzip Alice-Traffic nimmt und dann mit seiner IP mit Bob kommuniziert. Ist an sich, hat schon einige Vorteile, also einige Ziele werden erfüllt, nämlich Alice-IP ist gegenüber Bob geheim, aber der Traffic ist halt nicht so ganz verschlüsselt. Das ist insbesondere blöd, ja, genau. Das ist natürlich insbesondere blöd, wenn der Proxy auf einmal böse ist. Weil dann kann er nicht nur den ganzen Traffic mitlesen, sondern er kennt auch LSS-IP und damit ist das Ziel oder die Ziele, die wir vorhin formuliert haben, verfehlt. Und es gibt ein Single Point of Failure. Wenn man das eine Ding kontrolliert, hat man schon ziemlich viel Macht. Und das ist nicht so sonderlich schön, wenn es gerade um eine anonyme Kommunikation geht. Genau, der Proxy basiert darauf, dass er Alice kennt, er Bob kennt und sämtliche Daten kennt. Peng. Nicht sonderlich sicher, nicht sonderlich anonym. Viele Leute haben auf die
Insbesondere in den letzten Jahren sind da viele Bullshit-Anbieter aufgekommen, die gerne sowas versprechen wie absolute Privatsphäre mit NordVPN oder sonstigen anderen Bullshit-Anbieter anbieten. Problem ist, man vertraut seine Daten dann einfach nur jemand anderem an, anstatt dass sie wirklich anonym sind. Und Vertrauen ist gut, aber Kontrolle ist letztendlich doch besser, weshalb dieses Modell nicht wirklich effizient ist. Dann gibt es auch noch einen anderen Ansatz, den man sich überlegt hat dazu, dass man einfach, ja, eine Art Multi-Hop-Routing macht. Also anstatt, dass man es durch einen einzigen Proxy sendet, so wie vorher, setzt man einfach mehrere dazwischen, sodass die sich untereinander auch. Dann kennt nämlich nur der hier die IP von Alice, der kennt nur die IP von Bob und der hier weiß, dass irgendwem mit irgendwem redet. Das hat den Vorteil, wenn der erste Hop auf einmal böse ist, dann weiß der Hop halt nur, okay, Alice redet mit irgendjemandem, aber ich weiß nicht, mit wem sie redet. Ist der mittlere Hop böse? Okay, irgendwer redet mit irgendwem. Und ist der letzte Hop böse? Okay, Bob redet mit irgendwem, aber ich weiß nicht mit wem. Das Problem ist, wie man hier unten sieht, das Ganze ist noch ziemlich ohne Kryptographie. Gut, man könnte natürlich sowas verwenden wie TLS, aber es können auch alle mitlesen und gerade wenn man den ersten und letzten kontrolliert, peng. Natürlich werden auch einige Ziele erfüllt, die wir vorher gesetzt haben. Bob kennt Alice's IP nicht, ja. Niemand weiß, dass Alice mit Bob kommuniziert, ja, stimmt auch. Aber die Daten sind immer noch unverschlüsselt und das ist nicht so ganz schön. Can we do any better? Yes, we can. Irgendwann kamen dann die Leute und haben sich etwas ausgedacht namens Onion Routing. Onion Routing basiert darauf, dass es ein Netzwerk von Routern gibt, ein Netzwerk von Proxys. Und jeder einzelne Proxy hat Public Keys. Diese Public Keys sind allen Teilnehmern bekannt, die sind öffentlich. Und mit diesen Public Keys kann dann eben eine gewisse Kryptographie aufgebaut werden, sodass die Daten auch noch verschlüsselt sind und man ein bisschen plausible Deniability etc. pp. Hat. Im Prinzip funktioniert das dann wie folgt. Alice sucht sich einen Pfad aus drei oder mehreren Hops aus und mit diesen Public Keys daraus derived sie, also leitet her symmetrische Schlüssel. Das klingt jetzt vielleicht erstmal, okay, wie passiert das? Da gibt es aber Verfahren für, das bekannteste ist das Diffie-Hellman-Verfahren, sodass dann jedes Hop auf dem Path einen eigenen Symmetric Key hat, den es nur mit Alice teilt. Hier habe ich das jetzt K1, K2, K3 genannt. Und dann können die Daten schon irgendwie verschlüsselt werden. Aber wie werden sie denn nun verschlüsselt? Ich meine, warum heißt es Onion Routing? Das sieht noch nicht so zwiebelig aus. Das kommt jetzt nämlich. Wenn Alice eine Nachricht versendet, dann nimmt sie diese Nachricht, diesen Plaintext, und verschlüsselt ihn symmetrisch mit dem Key vom letzten Hop. Der Ciphertext, der dabei rauskommt, wird noch einmal verschlüsselt mit dem Key von dem zweiten Hop. Und dieser zweite Ciphertext, der dann wieder rausgekommen ist, wird nochmal verschlüsselt mit dem Key von dem ersten Hop. Sodass dann eine dreischichtige, deshalb diese Zwiebelmetapher, weil die Zwiebel hat ja Schichten, entstehen. Alice schickt dann diese Nachricht an das erste Hop. Das erste Hop entschlüsselt die Nachricht mit dem Key, den es hat. Und dann überlegt es sich, okay, kann ich mit der Nachricht was anfangen? Oder ist das immer noch Ciphertext, Garbage, von dem ich nichts verstehe? In dem letzteren Fall wird dann die Nachricht einfach weitergeleitet. Okay, ich verstehe es nicht, ich schicke es weiter, vielleicht kann der mehr damit anfangen. Dann geht es an den zweiten Hop und der zweite Hop macht genau dasselbe. Er entschlüsselt es mit dem Key, den er hat. Schaut, okay, kann ich damit was anfangen? Nee, ist immer noch verschlüsselt, schicke ich weiter an den dritten Hop. Der dritte Hop nimmt sich das, entschlüsselt es wieder und entscheidet dann, kann ich damit was anfangen? Ja, kann ich! Keine Verschlüsselung mehr. Und die Nachricht geht zu Bob. Wenn es zurückgeht, ist das logischerweise genau umgekehrt. K3, also das letzte Hop, bekommt eine Antwort von Bob und verschlüsselt diese Plaintext-Antwort mit seinem eigenen Key, mit K3. Dann wird es weiter zurückgeschickt an K2. K2 verschlüsselt diesen Ciphertext nochmal, wird dann wieder weitergeschickt an K1 und K1 verschlüsselt es dann wieder noch einmal, sodass es dann bei Alice ankommt und Alice und ausschließlich Alice ist die einzige Person, die alle drei Schlüssel hat, um es vollständig zu entschlüsseln. Und genau das macht sie auch. Erste Layer entfernt, dann wieder Ciphertext
nochmal entfernen, wieder Ciphertext, wieder entfernen. Oh, die Nachricht ist angekommen. Das ist im Prinzip die ganze Magie hinter dem Onion Routing. Und diese Technologie macht sich Tor zunutze, um dann ein anonymes, um einen anonymen Traffic zu erlauben, aber dazu kommen wir dann gleich nochmal. Gibt's bis hierhin irgendwelche Fragen? Ja, da in der Mitte. Oder weiß der, an welchen nächsten Ja, dazu komme ich, wenn wir im Tor-Protokoll sind, nochmal. Im Prinzip basiert es darauf, dass das Hop inkrementell erweitert wird. Sprich, es wird erstmal eine Verbindung zum ersten aufgebaut und dann wird dem ersten mitgeteilt von Alice, okay, bau jetzt bitte eine Verbindung mit dem zweiten auf. Genauso basiert das und dann wird es eben nicht mit K3 verschlüsselt, sondern nur mit K1. Und dann weiß er, ich kann mit der Nachricht was anfangen. Ja, da hinten? Hat der letzte Peer vor Bob dann in Zukunft die Nachricht an Bob und auf ja. Und ja. Kommst du dann auch noch zurück? Weil das ist, der letzte Hop alles mitlesen. Das stimmt, aber er kann es nicht zuordnen. Und das ist der Grund, weshalb man, wenn man Tor verwendet, immer sowas wie TLS verwenden sollte. An sich kann der letzte Hop alles mitlesen. Das ist ein bisschen blöd. Aber mit TLS wird dann nochmal eine symmetrische Verschlüsselung zwischen Alice und Bob aufgebaut? Ja, genau. TLS. Genau. Ja? Kommst du noch auf die Hidden Subsysteme zurück, die überhaupt gefunden werden können? Nee. Dafür muss man erstmal die Grundlagen verstanden haben. Aber das fällt leichter, wenn der Vortrag vorbei ist. Also hoffe ich mal. Genau. Tor ist erstmal so eine Software, den vielen ein Begriff ist, aber kann jemand hier sagen, was jetzt der genaue Anwendungszweck von Tor ist, so die Definition, der erste Satz im Spec? Das Problem, das Tor versucht zu lösen, oder Tor versucht im Prinzip die Anonymisierung von TCP-Traffic möglich zu machen. Das ist im Prinzip das, was Tor versucht. UDP geht noch nicht über Tor. Das will man jetzt mal angehen, dieses Problem nach über 20 Jahren, aber aktuell nur um TCP-Anwendungen, ja, anonymer zu machen. Genau. Die allgemeinen Infos dazu, wie ich gerade eben schon erzählt habe, ist ein verteiltes Netzwerk zur Anonymisierung von TCP-Traffic. Die Clients wählen einen Pfad an Nodes aus und bauen daraus ein Circuit. Und die Kommunikation findet in festen Paketen, den sogenannten Cells, statt. Jetzt wird es hier etwas netzwerktheoretisch. Also wir schauen uns das Paketformat an, das Tor verwendet zur Kommunikation. Genau. Aber zuerst müssen wir bedenken, welche Keys hat so ein Tor-Node überhaupt? Ich habe jetzt ein bisschen kurz da oben erklärt, als ich das Onion-Routing-Konzept erklärt habe. Jo, es werden Public Keys verwendet, aber ich habe hier noch gar nicht über die Algorithmen geredet, die überhaupt verwendet werden. Also, jedes Node hat mehrere öffentliche Keys. Dazu gibt es einmal ein RSA-1024. Ja, RSA-1024, ich weiß. Und ein ED25519. Identity Key. Diese beiden Keys identifizieren das Node eindeutig. Warum ihr euch jetzt fragt, okay, warum ist der RSA-1024 drin? Das hat einen ganz einfachen Grund. Bis ungefähr 2012 lief in Tor alles über RSA-1024. Und die haben das dann allmählich auf Elliptic Curve umgestellt. Und das ist sozusagen das einzige Relikt, das noch übrig geblieben ist. Genau, zu den Keys gehören dann auch noch ein ED25519 Signing und ein ED25519 Authentication Key. Wir kommen auf die dann nochmal zurück. Im Prinzip kann man sich merken, der ED25519 Signing Key wird von dem Identity Key signiert für eine gewisse Periode in einem Zertifikat. Der Sinn dahinter liegt darin, dass man diese beiden Keys, die halt das Node identifizieren, offline speichern kann, dass die kalt sind. Genau, und der Authentication Key wird in den Connections Handshakes verwendet, auf die kommen wir dann gleich zu sprechen. Und da gibt es noch einen Curve 25519 Handshake Key. Der wird für die Circuit Handshakes verwendet, auf die wir dann danach zu sprechen kommen. Genau. Und ganz wichtig ist, jeder kennt die Public Keys von jedem. Diese Annahme, auf der basiert Onion Routing, jeder kennt die Keys von jedem. Wie die zustande kommen, wie die verbreitet werden, woher diese magische Liste kommt, ist leider ein Thema für ein anderes Mal. Für die interessiert sind, die können mal nachlesen, das nennt sich das Tor Directory Protokoll. Genau, diese Liste ist auf jeden Fall sehr wichtig und definitiv nicht unwichtig, weil sie halt eben fest, wenn man die kontrolliert, kann man sich natürlich alle Nodes auswählen, die halt einem gehören. Also
Das ist ein großer Point of Failure, aber um den geht es heute leider nicht. Wir nehmen jetzt einfach an, dass diese Liste von Gott gegeben ist, von der Bundesregierung gegeben ist und schon alles gut sein wird. Wir können ja mal nebenan nachfragen, vielleicht können die es ja. Ja, ich habe gerade schon erklärt, dass das fundamentale Paket, in dem alle, in der gesamte Traffic durchgeht, das ist die sogenannte Cell. Das ist eine 514 Byte lange Nachricht und diese Nachricht hat folgende Felder. Eine Circuit-ID, die ist 4 Byte lang, ein Command, der ist 1 Byte und ein Payload, der ist 509 Byte. Die Circuit-ID identifiziert das Circuit, darauf kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Der Command gibt an, was der semantische Inhalt dieses Payloads eigentlich bedeutet und der Payload enthält halt eben die Daten, die zu dem Command gehören. An dieser Stelle findet noch keine Verschlüsselung, noch kein Onion-Routing in diesem Sinne statt, weil eine Connection in Tor immer nur eine Verbindung zwischen einem Client und einem Server ist. Aber darauf, das kommt jede Sekunde. Genau, hier haben wir nochmal eine Visualisierung von dieser Cell. Genau, die Circuit-ID identifiziert das Circuit und das Circuit-ID, die Circuit-ID 0 bezieht sich auf die gesamte Connection. Das ist ein Wert, der eine semantisch besondere Bedeutung hat, sozusagen reservierter Wert. Der Command gibt an, welche Bedeutung die Cell hat. Wir werden uns heute diese ganzen Commands ansehen. Die Liste ist definitiv nicht vollständig. Es gibt einige mehr. Aber wir werden uns heute nur diese anschauen. Genau, ich habe jetzt schon viel von der Connection geredet. Aber was ist diese Connection überhaupt? Eine Connection im Tor-Protokoll, wird auch öfter mal Channel genannt, ist im Prinzip einfach nur eine stumpfe TLS-Verbindung zwischen einem Client und einem Node, beziehungsweise zwischen einem Node und einem Node. Sie verwenden im Prinzip fast dasselbe Protokoll, also ein Client mit einem Node redet im Prinzip fast dasselbe Protokoll wie ein Node mit einem Node. Am Anfang findet immer ein Handshake statt und jede Connection besteht immer aus mehreren Circuits. Genau, wenn so eine Connection entsteht, da muss natürlich immer irgendeine Art Handshake stattfinden. Ich habe gerade schon irgendwie gesagt, es geht jetzt nicht um den TLS-Handshake. Wir nehmen jetzt an, die TLS-Verbindung wurde schon erfolgreich hergestellt, es wurde gehandshaked. Was passiert dann? Genau, der Client sendet als allererstes eine Version-Cell. Danach kommen ein paar andere Cells zurück und danach kommt eine Net-Info-Cell, wird auch nochmal zurückgeschickt. Ich gehe jetzt auf die Cells einzeln ein und dann am Ende schauen wir uns das nochmal mehr an, dann macht es mehr Sinn. Nur damit ihr wisst, was hier schon mal lang geschickt wird. Genau, die Version-Cell, man kann sich vielleicht schon denken, was sie bedeutet. Die gibt an, welche Version der Client unterstützt oder welche Version diese Implementierung von Tor unterstützt. Das Tor-Protokoll gibt es aktuell in 5 Versionen. Die haben alle immer einige Kleinigkeiten geändert. Zum Beispiel bei Version 3 kam ein neuer Handshake. Bei Version 4 wurde die Länge vom Circuit-ID verlängert und so weiter. Die aktuelle Tor-Implementierung unterstützt nur noch die neuesten 3 Versionen. Also 1 und 2 sind schon längst Legacy, die werden schon lange nicht mehr verwendet. Genau. Und der Payload enthält eine Liste an 2 Byte-Integern. Und wenn da zum Beispiel eine 3 drin steht, heißt das Version 3. Wenn da eine 4 drin steht, eine Version 4 und so weiter. Die Third Cell ist dann schon ein bisschen interessanter. Die Third Cell enthält im Prinzip alle Public Keys, die diese Instanz behauptet, von sich zu besitzen. Die Public Keys sind dann in entsprechenden Zertifikaten kodiert, welche ein Ablaufdatum noch enthalten, noch schön selbst signiert sind, um zu beweisen, jo, ich habe den Public Key, den ich behaupte, wirklich, der gehört wirklich mir. Genau, diese Cell hat im Prinzip, beginnt mit einer Nummer an Zertifikaten, die da drin sind und danach folgt n-mal diese Datenstruktur. Einmal der Zertifikattyp, enthält das jetzt ein ED25519 Identity Key, ein ED25519 Authentication Key, enthält es den RSA 1024 Key. Dann einmal die Länge des Zertifikats und dann das entsprechende Zertifikat logischerweise. Dann gibt es noch die Auth-Challenge-Cell, die mag vielleicht etwas unintuitiv am Anfang klingen, aber die hat schon ihren Sinn. Die Auth-Challenge-Cell enthält im Prinzip erstmal eine Liste an Challenges, enthält erstmal am Anfang eine Challenge. Das ist in dem Sinne einfach nur ein random String. Ganz einfach deshalb, damit man Replay-Attacken verhindern kann. Eine Replay-Attacke ist, wenn Daten, die signiert werden, die kryptografisch signiert werden, indem man sie einfach nochmal sendet. Sprich, wenn ein Angreifer die abfängt, kann er sie einfach nochmal abspielen, replayen und theoretisch dann sagen, ja, ich habe ja die Signaturen, die sind ja alle gültig.
kann man damit natürlich verschweren, wenn man in jede einzelne Connection noch ein bisschen Zufall mit reinbringt. Genau, am Ende sind noch 4 Byte an Magic Data. Ja, und dann kommt zu guter Letzt auch die Net-Info-Cell. Die sieht komplizierter aus, als sie in Wahrheit ist. Im Prinzip enthält sie nur einen Timestamp, die aktuelle Systemzeit. Ja, 4 Byte, ja, wir werden 2038 ein Problem haben. Und dann 2 IPs, nämlich die IP von dem Gegenüber und die IP, die man selbst hat. Das sind einfach darüber, um gewissen, um gegebenenfalls Man-in-the-Middle-Attacks zu kontern, indem beide nochmal sich gegenseitig mitteilen, was verwende ich hier eigentlich gerade genau, mit wem spreche ich genau. Ja, und dann können wir uns das nochmal anschauen. Ich habe es ja am Anfang schon kurz gezeigt, die Grafik, war da vielleicht mehr verwirrend. Hier macht es nochmal mehr Sinn und hier werde ich noch ein bisschen besser drauf eingehen. Der Client, bzw. der Initiator, sendet zuerst eine Version-Cell und sagt dann, yo, welche Version, das ist die Version, die ich habe, gib mir darauf bitte irgendwas zurück, wenn du die Version verstehst. Zurück kommen dann auch eine Version-Cell, in dem gesagt wird, yo, ich unterstütze die Version. Dann gibt dem Node, dem Client, die Zertifikate, die es selbst von sich behauptet zu haben, mit entsprechenden Signaturen. Noch ein bisschen Zufall hier. Und zum Schluss eine Net-Info-Cell, in dem nochmal geklärt wird, yo, ich kommuniziere mit dem ich kommunizieren möchte. Und die wird auch nochmal zurückgegeben. Genau. Wenn ein Node mit einem anderen Node spricht, ist das wieder ein klein bisschen anders. Sehr ähnlich, aber ein klein bisschen anders. Der Anfang ist identisch, wieder eine Version-Cell vom Initiator, dann wieder dieser Block an den 4 Cells vom Responder. Der einzige Unterschied ist jetzt, dass statt dieser einen Net-Info-Cell auch noch 2 andere Cells zurückkommen, nämlich eine Third-Cell und eine Authenticate-Cell. Eine Third-Cell deshalb, weil wenn ein Node mit einem anderen Node spricht, haben ja beide Public Keys. Aber wenn ein Client nur mit einem Node spricht, dann hat der Client ja keine Public Keys in dem Sinne. Genau, und die Authenticate-Cell, die authentifiziert das, die enthält im Prinzip ein kleines Rätsel, das gelöst werden muss, um diese Authentifizierung auch wirklich durchführen zu können. Auf die kommen wir jetzt zu sprechen. Denn das sind die Daten, die diese Authenticate-Cell enthält. Ihr müsst euch das jetzt hier nicht alles merken. Ich werde hier nur kurz ein bisschen auf die Felder eingehen. In dieser Cell sind nämlich erstmal ein paar Magic Bytes. Dann der Initiator RSA Key, der Responder RSA Key, dann noch der ED25519 Identity Key, der Responder ED25519 Identity Key und vieles mehr. Und da noch ein paar Daten über TLS, Metadaten. Was ganz interessant ist, es ist auch der SHA-2 Hash von allen Daten drin, die vom Responder an den Client gegangen sind. Und es ist auch der SHA-2 Hash drin von allen Daten, die vom Initiator zum Responder gegangen sind. Das heißt, alle Daten, die bisher hingeflossen werden, sind da auch mit drin im Hash. Noch ein bisschen Zufallsdaten. Und am Ende wird das alles mit dem ED25519 Identity Key signiert. Mit dem ED25519 Authentication Key, das ist der einzige Zweck, den er damit hat. Und damit wird praktisch validiert, yo, diese Person hat wirklich diese Keys, die sie behauptet zu haben. Ja, hier haben wir es nochmal. Das ist im Prinzip, das heißt, die Authenticate-Cell enthält all diese Daten auch noch praktisch. Wodurch wirklich sichergegangen wird, okay, diese Person hat die Keys, die sie behauptet zu haben. Das ist gut. Wir können sicher miteinander kommunizieren. Ja, gibt's zu der Connection bisher Fragen? Da hinten sehe ich was. Ja. Ja, das liegt daran, ursprünglich war die Circuit-ID-Length, die ist ja 4 Byte. Ursprünglich war das 2 Byte lang und da hatte man natürlich 512. Aber das Tor-Netzwerk ist ein bisschen gewachsen und man hat es dann auf 4 Byte erhöht und deshalb ist halt sowas schön Unelegantes rausgekommen mit 514. Ja. Man hätte damals ein bisschen mehr nachdenken können, aber ja. Skalierung ist ein Thema für sich. Genau. Da kommen wir jetzt auch schon auf das Circuit zu sprechen. Ich habe das schon ein bisschen öfter erwähnt. Das Circuit ist dann der tatsächliche Pfad auf dem Tor-Netzwerk. Der tatsächliche Pfad bestehend aus den 3 Nodes. Ein Tor-Client hat in der Regel mehrere Circuits offen, gleichzeitig. Das ist jetzt keine teure Ressource. Und sie sind immer einer Connection zugewiesen. Eine Connection ist, wie bereits gesagt, schon nur so eine stumpfe Verbindung. Und der ist jedes Circuit eben zugewiesen.
Sie werden inkrementell mit Handshakes aufgebaut. Das war ja schon die Frage, die ganz vorne kam, wie das zweite Node weiß, was schon das dritte Node ist. Das weiß es am Anfang natürlich nicht. Es wird erstmal nur mit dem ersten Node verbunden, da wird mit dem zweiten Node verbunden und abschließend mit dem dritten Node. Und das wird alles Step by Step aufgebaut. Hin und wieder wird es auch gewechselt, dass welche abgeschnitten werden und dann wieder andere gebaut werden. Aber darauf kommen wir später beziehungsweise gar nicht ein. Ich muss an dieser Stelle vorwarnen, es wird, wenn wir um die Circuit Extensions, wie die Circuits erweitert werden, wenn wir darauf eingehen, wird es zu einem kleinen Henne-Ei-Problem kommen. Aber ich hoffe, das können wir gut lösen. Bei Fragen, wie bereits gesagt, einfach nur Bescheid sagen. Ja, ein Circuit Handshake, beziehungsweise wie so ein Circuit aufgebaut wird, muss man erstmal bedenken, ein Circuit kann erstellt werden und ein Circuit kann erweitert werden. Das sind zwei Unterschiede. Wir behandeln hier erstmal die Circuit-Erstellung. Das ist im Prinzip, wie das Circuit mit dem ersten Node, mit dem ersten Hop erstellt wird. Dazu muss erstmal eine Connection zwischen dem Client und dem Node logischerweise herrschen. Also wir setzen jetzt schon mal voraus, es gab einen erfolgreichen Connection-Handshake. Das, was wir vorhin gesehen haben, war alles erfolgreich und gut. Und dann denkt sich der Client, okay, ich erstelle jetzt ein Circuit mit einer Create-To-Cell. Und da ist dann ein bisschen Handshake-Data drin. Zurück kommt eine Created-To-Cell mit einem Reply zu diesem Handshake. Und daraus werden dann entsprechende Keys abgeleitet. Ja, das ist der grobe Überblick. Wir schauen uns das gleich nochmal im Detail an. Im Prinzip, die Create- und Created-To-Cell müssen wir uns erstmal anschauen. Die sind ziemlich stumpf aufgebaut. Ich habe gerade schon ein bisschen was von Handshake-Data gelabert. Wichtig ist an dieser Stelle, die Circuit-ID ist nicht mehr null, weil sie sich nicht auf die Connection bezieht, sondern auf ein spezifisches Circuit. Da wird schon ausgewählt, irgendein Integer zwischen 1 bis 2 hoch 32 im Prinzip, der eben dieses Circuit eindeutig identifiziert. Dann gibt es den Command, der ist dann entsprechend create2. Ein bisschen Magic am Anfang, dann die Länge des Handshake und dann der eigentliche Handshake. Die created2-Cell ist sehr simpel, da gibt es dann keine Magic-Data mehr, aber der Rest ist identisch. Genau. Hier sehen wir es nochmal. Und jetzt muss ich eine kleine Vorwarnung machen. Jetzt wird's richtig kryptografisch. Wir werden jetzt nicht so tief in die Mathematik einsteigen. Wenn ihr wisst, was ein Diffie-Hellman-Verfahren ist und wenn ihr wisst, was ein HMAC ist, alles gut. Wenn nicht, braucht ihr euch die letzte Folie der Kryptografie-Section anschauen und könnt jetzt erstmal abschalten oder trotzdem zuhören und was lernen. Aber das werden wir jetzt sehen. Ja. Im Prinzip müssen wir erstmal ein paar Dinge, oder schauen wir uns erstmal an, was der Client erstmal macht, wenn er den Handshake erstellt. Wir deklarieren dazu vier Variablen. Erstmal die ID, das ist der SHA-2-Hash von dem RSA 1024 Identity Key des Nodes. Dann groß B ist der Public Curve 25519 Key des Nodes, der auch öffentlich einsehbar ist und einfach zum Handshake dazugehört. Und X und groß X. X ist dann ein temporärer Key, den der Client nur für diesen Handshake kurzzeitig generiert, danach wieder wegwirft und nicht mehr und nie wieder verwendet. Und groß X ist halt eben der Public Key davon. Und der eigentliche Handshake besteht dann im Prinzip nur aus dem SHA-2-Hash des RSA 1024 Keys. Dazu einem String noch on top der Public Curve 25519 Key und der eigene Public Key, den man gerade kurz temporär generiert hat. Da kommt man auf eine Länge von 84 Byte, weil ein SHA-2-Hash sind 20 Byte und Curve 25519 Keys sind jeweils 32 Byte. Genau. Und das Client, der Client erstellt und sendet diese Create-To-Cell mit genau diesen Daten. Wenn das dann beim Node ankommt, dann macht das Node ganz viel magische Mathematik. Zuerst wird auch ein temporäres Key-Pair erstellt. Dieses temporäre Key-Pair nicht verwechseln mit B. B ist dieser Curve 25519 Public Key, den wir vorhin auch schon gerade eben gesehen haben. Aber on top wird noch zufällig ein Curve 25519 Key nur für diesen Handshake erstellt, nämlich Y. Genau. Und damit werden dann über das Diffie-Hellman-Verfahren, beziehungsweise Elliptic Curve Diffie-Hellman, ein paar Shared Secrets abgeleitet. Wir sehen hier ein Shared Secret, das nur der Client und du das Node wissen können. Ja, da wird erstmal ein Elliptic Curve Diffie-Hellman statt. Mit dem Public Key, mit dem Public Key vom Node, den wir gerade eben erhalten haben in der Cell, plus dem Private Key von Y und dem Private Key von B.
Ja, und dazu eben noch diese Konstanten, die wir auch gerade eben erhalten haben, mit noch einer Magic Value hier hinter. Daraus wird dann noch aus dem Shared Secret wird ein Key Seed weiter abgeleitet. Das findet mit der SHA-256 HMAC-Funktion statt, wobei der Key dieser HMAC-Funktion eine konstante Magic Value ist, die allen bekannt ist. Also im Prinzip ist es kein richtiger MAC, sondern eher eine Zweckentfremdung von einer MAC-Funktion. Ja, noch eine kleine Verify Value, die noch eine Bedeutung hat. Die wird ähnlich generiert wie der Key Seed, bloß mit einer anderen Magic Value am Ende dann. Und noch ein sogenannter Auth Input. Was das alles bedeutet, komme ich gleich nochmal darauf zurück. Der enthält im Prinzip diese Verify-Value und dann dahinter auch noch diese Konstanten, die wir vorhin erhalten haben. Der Handshake-Reply ist im Prinzip der Public Key, den wir gerade eben temporär generiert haben, den der Client noch gar nicht wissen kann. Ja, plus eine andere Magic-Value. Und der wird dann mit dem Handshake-Reply zurückgeschickt. Genau. Und das Einzige, was wir uns noch merken müssen, ist, der Key-Seed ist noch wichtig. Und die Verify-Value ist eher eine temporäre Variable, die nur kurz verwendet wird, um diesen Auth-Input zu generieren, welcher wiederum auch nur kurz verwendet wird, um diesen HMAC zu generieren. Ja, wenn der Client dann dieses Handshake-Replay empfängt, generiert er damit das Shared-Secret, welches identisch ist mit dem, das der Server für sich generieren konnte. Das ist nämlich das ziemlich coole an Diffie-Hellman. Er hat jetzt nämlich den Y-Key erhalten und nutzt dann halt seinen Private-Key, den nur er kennt, um Diffie-Hellman durchzuführen und auf dasselbe Shared-Secret zu kommen. Und das Coole ist, da das Auth-Input, beziehungsweise der HMAC SHA-256 von dem Auth-Input ebenfalls mitgesendet wurde im Handshake-Reply, kann es verifiziert werden, ob alles wirklich korrekt durchgeführt wurde, weil dieser Wert ist bekannt und er kann selbst nur hergeleitet werden, wenn man das Shared-Secret richtig berechnet hat. Ist so eine ganz coole Funktion, um nachzugucken, ob man das richtig implementiert hat. Ja. Jetzt kommen wir zu der wichtigen Folie, wozu das alles eben gerade geführt hat. Falls ihr das jetzt nicht verstanden habt, ist okay, mache ich euch keinen Vorwurf draus. Wichtig ist nur, dass jetzt im Prinzip ein gemeinsamer Wert besteht, den man für eine Key-Derivation-Funktion verwenden kann. Was ist eine Key-Derivation-Funktion, fragt ihr euch. Nun ja, ihr kennt euch vielleicht ein bisschen mit Zufallsgeneratoren aus, vor allem wenn ihr die C-Programmiersprache verwendet. Zufallsfunktionen zeichnen sich dadurch aus, also schlechte Zufallsfunktionen zeichnen sich dadurch aus, dass sie sozusagen ein Seed haben, eine Initial Value. Und wenn man diesen Seed immer wieder verwendet, kommen in dem Zufallsgenerator immer wieder dieselben Daten raus. Im Prinzip ist eine Key-Derivation-Funktion funktioniert so ähnlich. Man gibt einen Seed rein und kann dann damit theoretisch unendlich viele Daten generieren. Da das Shared Secret ja nur begrenzt ist, ich glaube, das ist 20 Byte groß, ich will jetzt nichts Falsches sagen, und das noch nicht ausreicht für Keys, nimmt man eben eine Key-Derivation-Funktion, um dann tatsächlich die wirklich symmetrischen Keys zu bekommen. Genau, wichtige sind, Byte 0 bis 19 werden für den Forward-Digest verwendet und Byte 20 bis 39 für den Backward-Digest. Und das ist das Henne-Ei-Problem, auf das ich gerade eben referenziert habe. Solange wir noch nicht über Relay-Cells gesprochen haben, macht dieser Digest ziemlich wenig Sinn. Merkt euch einfach nur, dass beide nun so einen komischen Wert haben. Die ersten 40 Byte machen so einen komischen Wert auf, der später noch wichtig wird. DF und DB, genau, und die anderen aus den restlichen Daten werden dann die ersten 16 Byte für den AES 128-Key für die Encryption, die nach vorne geht, zu Bob hin verwendet und dann die anderen 16 Byte für die Encryption von Bob zurück zu Alice mit dem KB. Ja, damit ist das Horror-Kapitel auch schon vorbei und wir können weiter mit der eigentlichen Netzwerktechnik machen. Ja, jetzt kommen wir auf das Henne-Ei-Problem, auf das ich gerade eben schon mal kurz hingewiesen habe. Bisher haben wir nur einen Circuit im Hop. Rein logisch müssten wir jetzt über Circuit Extensions reden, weil ein Circuit mit nur einem Hop, das macht wenig Sinn. Allerdings müssen wir dafür eine Relay-Cell begriffen haben. Und diese Relay-Cells machen in Circuits mit mehr als einem Hop nun mal mehr Sinn. Ja, bisschen blöd gelaufen, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie man das ohne ein Henne-Ei-Problem erklären könnte. Wenn ihr etwas wisst, sagt mir da auf jeden Fall Bescheid. Bin ich gern offen für. Ja, deshalb müssen wir jetzt leider auf die Relay-Cell eingehen. Beziehungsweise, was heißt leider, die ist sehr wichtig. Die Relay-Cell ist nämlich dieses eigentlich magische Ding. Diese Relay-Cell ist das, wodurch die ganzen Daten laufen. Diese Relay-Cell ist das, was letzten Endes Onion-Routing verwendet. Erst ab hier findet das tatsächliche Onion-Routing im Sinne der Layer-Encryption statt.
Eine Relay-Cell ist nämlich ähnlich aufgebaut wie ein normal. Es ist letzten Endes auch nur eine Cell, ein weiterer Command für eine Cell. Sie enthält eine Circuit-ID, welche eben auf das Circuit referenziert. Und der gesamte Payload ist AES 128 Counter-Mode Ciphertext. Genau, der verwendete Cipher, der verwendet ist, wie bereits gesagt, AES 128, aber im Counter-Mode. Und wenn man AES im Counter-Mode verwendet, wird AES, was ja normalerweise ein Block-Cipher ist, auf einmal zu einem Stream-Cipher. Hat ganz nette Eigenschaften, wenn ihr gerade den Unterschied zwischen Stream und Block-Cipher nicht wisst. Ganz grob gesagt, wenn ihr in einen Stream-Cipher 42 Byte reinschmeißt, bekommt ihr auch immer 42 Byte raus. Ihr bekommt immer so viel raus, wie ihr reinschmeißt. Bei einem Block-Cipher ist das ein bisschen anders, da ist das in Blöcken. Also falls ihr zum Beispiel 42 Byte reinschmeißt, kann es passieren, dass dann 64 Byte an Ciphertext rauskommen. Aber das ist so eine Kleinigkeit zu wissen, aber das ist der Grund, weshalb der Payload, auch wenn er verschlüsselt ist, immer noch 509 Byte groß sind. Da eben Stream-Cipher praktisch verwendet wird. Ja, aber ich habe gerade eben gesagt, das hier ist Ciphertext. Aber was hat der Ciphertext keine Struktur, wenn man ihn entschlüsselt? Doch, hat er. Und darauf kommen wir jetzt zu sprechen. Entschlüsselt sieht dieser Ciphertext nämlich so aus. Ihr seht hier wieder ein weiterer Command, wieder eine weitere irgendeine ID, dann dieser Digits, auf den wir vorhin kurz eingegangen sind, dann wieder andere Daten. Hä, was laber ich hier gerade? Es ist eine Cell, beziehungsweise eine andere Form einer Cell, in einer Cell innen drin. Und das heißt, dieser Plaintext, der da verschlüsselt wird, enthält erstmal einen Command, welcher unterschiedliche Bedeutung hat. Einer dieser Command kann zum Beispiel Relay Extend sein. Ich möchte das Circuit erweitern. Aber dann werden hiermit tatsächlich auch die eigentlichen TCP-Daten durchgeschickt und so weiter. Ja, insbesondere wichtig sind diese Felder Recognized und Digits. Die geben nämlich an, ob es jetzt tatsächlich verschlüsselt oder entschlüsselt ist. Darauf komme ich gleich zu sprechen. Andere Daten sind halt auch die Länge der Daten, die eigentlichen Daten und das Padding. Das Padding ist ziemlich interessant. Sprich, die restlichen Daten werden, wenn man die ganzen 509 Byte nicht ausschöpft, wird es trotzdem auf 509 Byte hochgepaddet, damit man nicht an der Länge erkennen kann, wie groß der Inhalt überhaupt ist. Weil das einem Angreifer einen deutlichen Vorteil liefern würde. Anstatt wenn alle einfach eine konstante Länge haben. Ja, im Prinzip, wie bereits schon gesagt, enthält es einen Onion Skin. Wenn es vorwärts verschlüsselt wird, verschlüsselt der Client das mit den KFs, den allen Forward Keys, die er mit allen Hops hat. Vom letzten bis zum ersten, da ja im Prinzip der letzte zuletzt entschlüsseln muss, deshalb wird der letzte zuerst verwendet, weil er so schichtenartig aufgebaut wird, wie ich am Anfang gezeigt habe. Hier habe ich auch nochmal ein bisschen Pseudocode, im Prinzip von hinten nach vorne verschlüsseln mit dem Key. Jedes Node im Circuit entschlüsselt dann diesen Ciphertext und dann kommt da eine kleine Verzweigung rein. Im Sinne von, sind die Daten noch immer verschlüsselt? Ich habe jetzt gerade einmal entschlüsselt, aber ist da immer noch Ciphertext? Wenn ja, okay, ich kann es weiterreichen ans nächste Node. Wie? Ich kann es lesen, es ist auf einmal Plaintext? Okay, cool, dann kann ich damit ja was anfangen. Ja, rückwärts ist es ähnlich. Jedes Node verschlüsselt mit seinem Backward-Key und schickt es zurück. Im Prinzip Encrypt mit dem eigenen Backward-Key, Send. Und nur der Client hat eben alle Keys, alle Backward-Keys, um es vollständig zu entschlüsseln. Und er entschlüsselt diesmal vom ersten bis zum letzten und nicht vom letzten bis zum ersten. Ja, und jetzt kommen wir zu diesem Digits, den ich vorher schon mal angeschnitten habe, dem Recognized Field. Was bedeutet das alles überhaupt? To be plain or to be cipher, that's the question. Das Problem ist, wenn ein Node nun eine Ebene entfernt hat, nun einmal entschlüsselt hat, wie weiß es dann, ob der Plaintext, der dabei rausgekommen ist, schon der tatsächliche Plaintext ist oder schon Ciphertext ist? Gut, man könnte argumentieren, ja, wenn dabei Garbage rauskommt, dann muss es ja passen. Das ist aber nicht wirklich schön. Ciphertext soll ja zufällig aussehen. Und wenn dann nun mal zufällig was Valides rauskommt, das ist keine elegante Lösung. Deshalb baut man mal ein paar Tipps und Tricks ein, womit man elegant herausfinden kann, ob es jetzt vollständig entschlüsselt ist oder ob ich es weiterreichen muss, ob es noch nicht vollständig entschlüsselt ist. Im Prinzip ist es so, wenn die Relay-Cell unverschlüsselt, muss die Relay-Cell in dem Recognized-Field, das muss auf Null gesetzt sein, wenn es sich um diesen Plaintext tatsächlich handelt. Das Problem dahinter ist, ein einziges Feld wird nicht ausreichen, weil es ist nur 2 Byte lang und mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 2 hoch 16
ist dieses Feld auch im Ciphertext noch immer 0. 2 hoch 16 klingt vielleicht etwas groß, ist es aber nicht. Ich habe mal ein bisschen nachgerechnet. Ungefähr alle 35 Megabyte, die transferiert werden, müsste so ein Fall, so ein Edge Case einmal vorkommen. Und das ist nicht wirklich akzeptabel. Deshalb ist noch ein anderes Feld drin, nämlich das Digest-Feld. Ich muss vorwarnen, diese Lösung über diesen Digest, das ist unfassbar hässlich. Unfassbar ekelhaft. Es macht keinen Spaß, das zu implementieren. Und es gibt mittlerweile Pläne, das bald zu migrieren zu einer anderen Lösung. Aber es ist wirklich nicht schön. Im Prinzip ist ein Digest nur ein Hash. Ein Hash, der alle Daten enthält, welche zwischen dem Client und diesem einen Node versendet wurden. Dieser Digest zeichnet sich aber noch, und ganz wichtig ist, dass nur die unverschlüsselten Daten in die Berechnung mit einfließen. Das heißt, Cells, die encrypted werden, die decrypted werden, aber noch immer weitergeleitet werden, fließen darin nicht mit ein. Nur die tatsächlich für dieses eine Node bestimmt sind. Und dieser Hash, der erste Wert, der da reinkommt, ist tatsächlich keine Cell, sondern eben diese Initial Value, dieses DF oder das DB, was wir vorher bei der Key Derivation mit rausbekommen haben. Ist keine schöne Lösung. Und ich kann verstehen, wenn das verwirrt. Wichtig ist nur, dass mit dieser Technik herausgefunden wird, ob jetzt diese Relay-Cell tatsächlich schon vollständig entschlüsselt ist oder ob ich sie weiterreichen muss. Letzten Endes ist das auch keine perfekte Lösung. Eine perfekte Lösung gibt es hier nämlich nicht. Weil es kann immer sein, dass der Ciphertext zufälligerweise eine vollkommen valide Cell ist, mit der alles passen würde. Stattdessen verringert man die Wahrscheinlichkeit mit diesem 2 hoch 16 mal 1 zu 2 hoch 32 auf 1 zu 2 hoch 48. 1 zu 2 hoch 48 ist wiederum eine vernachlässigbar geringe Wahrscheinlichkeit, weil der Digest, es sind die ersten 4 Byte des Digest. Genau. Ja. Gibt's bis hierhin vielleicht erstmal Fragen? Ich kann verstehen, dass gerade dieses Ding mit dem Digest durchaus kompliziert ist. Ja? Angenommen, wir haben jetzt diese Form von Hash-Collision und wir haben sozusagen nicht die Unterscheidbarkeit, ist es jetzt Ciphertext oder ist es kein Ciphertext. Würde man dann einfach dieses Paket nochmal senden? Nochmal anfordern? Kannst du die Frage nochmal wiederholen? Ja, angenommen, wir haben jetzt diesen Fall, dass eben diese Form von Hash-Collision ja auftritt. Ja. Dann haben wir ja das Problem, dass wir eben jetzt nicht wissen, okay, ist das Ciphertext, ist das kein Ciphertext? Was macht man dann eben? Das Paket wird weitergeleitet. Okay. Aber die Wahrscheinlichkeit ist eben wirklich 1 zu 2 hoch 48. Gering, aber möglich. Aber kommt tatsächlich auf die Daten an, wenn zum Beispiel, wenn der Inhalt dann tatsächlich TCP-Daten sind, da wird das vermutlich auf Protokollebene irgendwie gemerkt, dass da irgendwas faulig war. Aber ja, wird man dann schon, dann hat man ein Problem, ja. Okay. Ja, jetzt kommen wir zum wirklich Spannenden, wenn die Circuits dann tatsächlich extended werden. Wenn es vom ersten Node zum zweiten Node gibt, zum dritten und dann schlussendlich zu Bob. Dafür gibt es einen Relay-Command, nämlich einen Extend-To und einen Extended-To-Command. Und ihr seht ja schon wieder die sind semantisch sehr, sehr ähnlich zu der Create-To-Cell, mit dem Unterschied, dass sie halt eben noch die IP enthalten, was jetzt das nächste Node eigentlich ist. Im Prinzip funktioniert es so, der Client erstellt erstmal ein Circuit mit dem ersten Node und dann schickt er eine Relay-Extend-To-Cell mit einer Handshake-Data an das erste Node. Das erste Node nimmt diese Relay-Cell, entschlüsselt sie, weiß, okay, die Relay-Cell ist für mich bestimmt, es ist Plaintext, ich habe jetzt Plaintext, ich kann mit dem Inhalt etwas anfangen. Oh, ich nehme mal die Handshake-Data, verbinde mich, schaue, ob ich eine, okay, ich sehe, der möchte das Circuit jetzt zu einem weiteren Node erweitern. Habe ich zu dem Node schon eine Connection? Habe ich die? Gut. Habe ich die noch nicht? Erstelle ich eine, schicke ich wieder diese Version-Cell, Net-Info-Cell, Cert-Cell und so weiter. Und dann habe ich damit auch eine Connection. Und wenn dann diese Connection besteht, macht das erste Node eine Create-To-Cell und erstellt im Prinzip das Circuit ähnlich wie hier. Bloß nicht mit eigener Handshake-Data, sondern mit der Handshake-Data, die hier drin ist. Und tatsächlich ist ganz interessant, das zweite Node kann gar nicht wissen, ob es überhaupt das zweite Node ist. Beziehungsweise kann es schon,
in dem nachgeschaut wird, ob die IP, die sich verbindet, in diesem Konsens steht, in dieser Liste steht, ob es überhaupt ein Relay ist. Aber theoretisch an Protokollebene ist es nicht möglich, das zu erkennen. Ja, und die eigentliche Handshake-Data, die da ausgetauscht wird, ist identisch mit dem ersten Hopding. Dieser kryptografische Handshake, den ich euch da eben vorgezeigt habe, ist derselbe, bloß dass dann logischerweise die Public Keys von dem zweiten Node verwendet werden, anstatt die Public Keys vom ersten Node. Ja, Man-in-the-Middle-Attacken wären an dieser Stelle auch zwecklos, da man, da der Client ja letzten Endes alle Keys kennt, er kennt ja das, den Key, die Public Keys von dem zweiten Node. Und wenn da irgendwas faulig wäre, das wird auf jeden Fall spätestens im Handshake-Replay auffallen. Ja, nun kommen wir zu den eigentlichen Streams, wenn dann das Circuit letzten Endes vollständig erweitert ist. Wenn zum dritten Node auch aufgebaut, zum dritten Hop auch aufgebaut wurde, das basiert im Prinzip mit dem ähnlichen System, bloß dass die Relay-Cell dann an das zweite Node anstatt als erste geschickt wird. Ja, und die Streams sind dann das eigentliche Coole, das eigentliche, was dann die tatsächlichen TCP-Daten enthält. Bisher haben wir nämlich noch gar nicht darüber geredet, dass wir versuchen, TCP-Daten anonym hin und her zu schicken. Und das tun wir jetzt endlich mal. Ein Circuit kann mehrere Streams haben. Ein Stream ist dann tatsächlich eine reale physische TCP-Verbindung zwischen dem letzten Hop und einem TCP-Server. Die Streams werden über das Stream-ID-Feld in den Relay-Cells, das da ziemlich weit am Anfang kommt, eindeutig identifiziert. Ähnlich wie das auch mit den Circuit-IDs auf der Cell-Ebene funktioniert. Und das Ganze ist dreischrittig. Ein Stream wird mit Relay-Begin erstellt. Da kommt ein Relay Connected zurück und dann werden einfach TCP-Daten in Relay Data Cells, wir kommen auf die gleich zu sprechen, geschickt und am Ende wird der Streamer mit Relay End beendet. Und ich glaube, ihr könnt euch denken, warum Tor bisher nur TCP unterstützt, weil einfach an dieser ganzen Architektur, die ich euch gerade gezeigt habe, Streams sich wirklich nice integrieren. Aber wir kriegen vielleicht hoffentlich Ende des Jahres dann endlich mal die UDP-Support. Ja, schauen wir uns da mal die Relay Begin Cell an, wie so ein Stream überhaupt erstellt wird. Relay Begin funktioniert so, dass da ein Relay Command erstmal drin ist, ja, dann die ganzen anderen Daten, die in der Relay Cell drin sind, dann die Adresse, auf die wir uns connecten wollen, das ist ein Null Terminated String. Ja, die erste Tor-Implementierung wurde in C geschrieben, das ist nicht so schön, aber es wird gerade in Rust neu geschrieben, also wir sind auf einem guten Weg. Trotzdem ist hier ein Null Terminated String drin, der die IP enthält. Und mit dieser IP löst dann auch das letzte Node tatsächlich auf, also gut, eine IP wird nicht aufgelöst, aber wenn ein Name drin steht, der wird dann aufgelöst. Am Ende sind noch ein paar Flags drin. Die Flags enthalten sowas wie, möchte ich IPv6 haben? Kann ich IPv6? Mag ich IPv6? Bin ich noch in der Steinzeit und kann kein IPv6? Im Prinzip geht es hier nur um IPv6. Also, bin ich cool und modern oder bin ich noch Legacy? Ja. Und die Relay Connected Cell ist dann im Prinzip die Antwort darauf. Eine Relay Connected Cell enthält im Prinzip die IPv4-Adresse, die hinter dieser Domain steckt. Beziehungsweise, wenn es kein Domain ist, eben die IPv4-Adresse und ein Time-to-Live, wie lange dieser Cache-Eintrag bestehen darf. Und wenn eine IPv6 kommt, alternativ, stattdessen kann auch eine IPv6-Adresse drinstehen mit der 0.0.0.0 IPv4-Adresse, die vorher da steht und dann am Ende auch nochmal Time-to-Live. Die eigentlichen Daten werden dann in Relay-Data-Cells übertragen. Das sind im Prinzip auch Relay-Cells, wo der gesamte Payload dann tatsächlich die eigentliche TCP-Daten sind. Beendet wird der Stream dann mit Relay End Cells und die haben im Prinzip, da ist der Payload nicht sonderlich wichtig, der enthält nur so einen Reason, warum wird das beendet, ist dann Timeout. Ja. Ja, summa summarum. Tor ist ein sehr umfassendes und sehr verwirrendes Netzwerkprotokoll, gerade am Anfang. Man merkt, dass es 20 Jahre alt ist, dass da sehr viele Fehler mitgeschrieben haben. Und das deshalb sehr an der Komplexität gewachsen ist. Meiner Meinung nach hat Tor deshalb eine ziemliche Ähnlichkeit zu Schach oder Super Smash Bros. Easy to learn, hard to master. Ja, und es war definitiv nicht genug Platz, um alles zu behandeln. Wie bereits gesagt, easy to learn, hard to master. Wir sind gar nicht eingegangen auf Circuit-Teardowns. Wie werden die Circuits geschlossen? Wir sind gar nicht darauf eingegangen, wie die Verbindungen geschlossen werden. Wir sind gar nicht auf die alten Legacy-Methoden eingegangen, wie das vor 10 Jahren gemacht wurde. Directory-Server, wie überhaupt diese Public Keys ausgetauscht werden, gar nicht behandelt. Oder last but not least, Hidden Services, auch nicht behandelt, weil es einfach ein umfassendes, umfangreiches Protokoll ist. Aber wenn ihr euch daran interessiert, schaut, lest euch gerne die Specs durch, spec.torproject.org. Ich versuche die nicht mit diesem Vortrag zu ersetzen. Liest sie euch gerne durch.
Und ich habe an dieser Stelle auch, gerade wenn irgendwo Magic stand, sind das irgendwelche Werte, auf die ich nicht eingegangen bin, weil sie eben nur in Legacy-Fällen einen anderen Wert gehabt hätten. Ja, einige Stellen sind auch sehr vereinfacht worden. Zum Beispiel habe ich euch bei den Cells ein bisschen angelogen. Ich bin darauf ausgegangen, dass alle Cells diese 514 Byte groß sind. Aber es gibt auch sogenannte Variable-Length-Cells, auf die ich diesmal zum Beispiel gar nicht eingegangen bin. Ja, es war wirklich eine einfache Darstellung. Und ich hoffe, ich konnte euch mal kurz erklären, wie das Netzwerkprotokoll ungefähr im Groben funktioniert. Und ich bedanke mich dann schon mal für eure Aufmerksamkeit. Gibt es irgendwelche Fragen noch? Ja? Können wir gerne machen. Aber gleich kommt noch ein anderer Vortrag, den ich mir auch noch anhören möchte. Ja? Hast du schon mal einen Node betrieben? Weil es muss ja extremer Aufwand sein, jedes Mal diesen Helmer zu betreiben, wenn jetzt nur das Circuit aufgebaut wird. Das muss ja richtig krass sein. Ich betreibe einen Relay und das hat immer so 20.000 bis 30.000 Verbindungen. Das geht. Und das ist ein Server von Netcap, ein V-Server mit, ich glaube, 4 GB Arbeitsspeicher. Hat sich noch keiner beschwert. Nur wobei noch Elliptic Curve ja meines Wissens nach deutlich effizienter ist. Ja, aber ja. Ja, klar. Nur eine kurze Anmerkung. Du meintest, man kann sowohl den RSA 1024 Identity Key oder den Long-Term Key als auch den ED25519 Identity Key offline betreiben. Meines Wissens ist es aber nur möglich, den ED25519 Long Identity Key offline zu betreiben. Nach den. Ja, das liegt daran, dass der RSA 1024. Der RSA 1024 Key signiert den ED25519 Identity Key. Das hätte ich vielleicht nochmal erwähnen sollen. Ich glaube, es ist und da wird auch an einigen Legacy-Stellen eben verwendet, auf die ich hier nicht eingegangen bin, weil Legacy, was vor 10 Jahren behandelt wurde, hat vielleicht nicht mehr so die Relevanz. Ja? Ja, ja, geht. Ja, theoretisch bist du laut dem Protokoll auch gar nicht auf maximal 3 Nodes beschränkt. Wobei es tatsächlich, muss man sagen, die Extent-2-Nachrichten werden nicht in Relay-Cells übertragen, wo der Command Relay ist, sondern der ist Relay-Early. Und es gibt ein Hard-Limit darauf. Das heißt, wenn du, ich glaube, bis zu 8 könntest du tatsächlich machen, ab da wird's nicht mehr gehen. Aber ja, du könntest da tatsächlich rekursiv machen, das geht. Wenn das nicht gehen würde, wäre das Prinzip, wird's ja auch, dann wird ja irgendwer wissen, wer mit da im Spiel ist. Das wäre auffällig. Das wird den Sinn dahinter ja kaputt machen. Ja? Welches Problem ergibt sich, wenn ich einen Counter vielleicht für einen Byte mitschicke, damit ich nicht das komplexe Problem habe, dass ich beim Payload identifizieren muss, ob das noch verschlüsselt oder nicht, sondern dass ich einfach einen Counter dokumentiere pro Hop und damit dann weiß, wenn der Counter 0 ist, dann ist das Ding nicht verschlüsselt. Das Problem ist, dafür müsste ja das erste Node wissen, wie viel noch kommen. Genau, das weiß man, weiß das erste Node, wie viel noch kommen. Also sagen wir, der Hop besteht aus 3, dann müsste das erste Node ja auf das auf eine. Das Problem ist, dann weiß das zweite Node, dass das zweite Node ist. Dann weiß jedes Node, welche Rolle es im Circuit hat und das ist vielleicht nicht das, was man immer haben möchte. Dann weiß es ja, in welcher Position es sich befindet und damit wäre die Privatsphäre leicht kompromittiert. Ja, dann danke für eure Aufmerksamkeit. Ja? Aber in der Praxis gibt es ja auch Guard-Flex, Middle-Flex und Exit-Flex. Das heißt, ist das Node sich nicht eh eigentlich darüber im Klaren? Das ist auch tatsächlich so. Wenn zum Beispiel, also theoretisch kann ja jeder Node eine beliebige Rolle übernehmen nach dem Protokoll. Aber meines Wissens ist es so, wenn ein Node zum Beispiel ein Exit-Flex hat, wird die Bandbreite quasi nicht als Middle-Relay verschwendet sozusagen, weil es gibt halt ja. Exit Relay ist halt was Kritisches und ja. Ja, tatsächlich, aber das wird außerhalb des Tor-Protokolls geregelt. Das war nur das Netzwerkprotokoll, wie es vom Netzwerk her funktioniert. Und diese Flex sind dann in dem Directory-Protokoll. An sich ist es möglich, auch ein Exit Relay als
Guard Relay als erstes zu verwenden, als ersten Knob. Das Protokoll verbietet es nicht. Und man kann auch als man kann auch als erstes Node irgendwas nehmen, das nicht den Guard Flag hat. Die sind auch, diese ganzen Flags, ob das jetzt ein Exit, ein Entry oder ein Middle Node ist, das Management dafür findet außerhalb vom Tor-Protokoll statt. Das ist auch eher eine unverbindliche Empfehlung, weil das Tor-Protokoll macht es theoretisch möglich, dass du das auch, dass du dich darüber hinwegsetzt. Ja, da hinten sehe ich noch zwei Meldungen. Ja, erstmal. Also, wenn Fuchs gezielt, wie das mit dem Check ersetzt werden soll, dann Digest-Check, wenn man es soll, halt ersetzt werden. Da fehlen mir da die Infos. Ich habe das nur im IRC gesehen, als ich Fragen gestellt habe. Da meinten die, ja, ersetzen wir bald, aber mehr weiß ich nicht. Okay, und jetzt geht es irgendwie um Matrix, habe ich gehört. Ja, danke für eure Aufmerksamkeit. Nochmal.